gib mir deine Schlüssel. Oh, und ich bin auch betrunken, also gebe ich dir meine Schlüssel. Okay, jetzt können wir beide nach Hause fahren. Haben Sie was getrunken, Sir? Nein, Officer, ich hatte nur ein Glas Essen zu meinem Wein. Okay, ich muss Sie bitten, auszusteigen und geradeaus zu laufen, Sir. Kommen Sie gut nach Hause, Sir. Es sind heute viele Verrückte unterwegs. Manchmal, wenn Daddys besoffen nach Hause fahren, dann kommen sie von ganz weit weg. Aber es ist okay, weil sie nicht verhaftet wurden und immer noch besoffen sind. Deswegen glauben sie, es ist okay. Mom hat sich bereits emotional von dir verabschiedet. Sie wird sich schon sehr bald einen Liebhaber nehmen. Ach, mein Schädel. Sie hat bereits 2 Handys. Heirat? Oh ja, Junggesellenparty. Los, fahren wir wieder nach Boston. Oh, verdammt, dann fahren wir wohl doch nicht. Stewie, hier sind 5 Mäuse, mach dich nackig. Also, wer hat Bock auf eine Parkplatzparty? Wirf mir ein Blondes rüber, Brian. Ah, nichts schmeckt besser als ein Bier um 7 Uhr morgens in einem ungeputzten Mund. Peter, ich möchte nicht, dass du zu viel trinkst. Du fährst uns alle nach Hause. Lois, ich weiß ganz genau, nach wie viel Bier ich noch sicher fahren kann. Ich hab's ausprobiert. Sieben. Sechs. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Diane ist heute nicht bei uns. Wo ist Diane, Olli? Ist tot! Danke, Olli. Diane ist nicht mehr unter uns. Sie wurde von einem Unbekannten erschossen, nachdem sie zuvor selbst eine Reihe grausamer Morde verübt hatte. Ich begrüße meine neue Co-Moderatorin Joyce Kinney. Willkommen. Danke, Tom. Wow, Sie klingen wahnsinnig nervös. News aus Quahog. Im Stadtpark hat ein unbekannter betrunkener Fahrerflucht begangen. 2 Kinder werden vermisst. Da war ich auch gerade. Hey, den kenne ich schon, den Film. Lass uns über andere Filme reden, die wir schon gesehen haben. Eine exzellente Idee. Ich mochte den Film King George. Habe ich noch nie von gehört, aber Die Katze aus dem Weltraum ist ein hochanständiges Machwerk. Oh, und ich mag King Ralph, weil das der letzte Typ ist, von dem man erwartet, dass der König von irgendwas wird. Hey, Schnauze! Hey, ich bin nicht der Einzige, der hier redet. Der große Typ da auf der Leinwand hat schon den ganzen Film durchgequasselt. Hey, du Arsch, halt mal die Fresse. Ich glaube, der hört dir gar nicht zu. Der ist fällig. Dieser Gruß soll dir beweisen, wie lieb ich dich habe. Liesel, lass die Finger von ihm, der ist ein Nazi. Ich weiß, Juden sind schlimm, aber die sind noch schlimmer. Hau ab! Geh nicht vor der Leinwand rum, du Arsch! Ich glaube, du hast mich nicht gehört, Freundchen. Lass die junge Dame in Ruhe. Na schön, Einsjöring, du bist selbst schuld. Lieber Rolf, stopp. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin in Narnia. Wo bin ich? Hey, die 2 sind ja jetzt andersrum. Lass die in Ruhe! Uns ist eine Störung gemeldet. Oh, was soll der Scheiß, Peter? Oh, Gott sei Dank, die Lage ist außer Kontrolle. Aber in wen Finger? Ist mir scheißegal, wir haben größere Probleme. Komm, Brian, wir wollen dann nach Hause fahren. Nein, Peter, ich will Jennys Katzen kennenlernen. Was soll der Scheiß, du hast Katzen. Ich werde ihre Katzen kennenlernen. Das ist ja gut, okay, ja, du musst nicht gleich so Katzenhund, oder? Du wirst ein Katzenhund. Katzenhund, Katzenhund, Katzenhund. Hey, wo geht die ganze Kacke hin? Wenn in dem Katzenhund die Katze kackt? Kommt das dann aus dem Hundemaul raus? Und umgekehrt? Oh Gott! Oh, das ist ja die Hölle auf Erden. Das ist die Hölle auf Erden, Brian. Okay, ich muss weg. Viel Spaß mit Jenny. Hey, was ist mit Peter los?
Ugh, riechst du das? Er ist besoffen, weggepennt. Hat niemand in diesem Haus ein wenig Würde? Hey, Lois, ich bin wieder zu Hause und ich bin rattig. Der Junge hat von der umgekehrten Zeit profitiert. Wie wir in Irland sagen, lass uns saufen, bis der Alkohol in unseren Körper unsere Leber zerstört und uns umbringt. Ich setz 20 auf den Fettwanst. Welcher ist der Fettwanst? Hey, soll ich mal die Rutsche da rauflaufen? Klar. Ah! Oh, verdammt, meine Gürtelschnalle hat mir die Eingeweide zerfetzt. Hey, ich habe gehört, dass Alkohol in großen Höhen noch viel krasser reinknallt. Woo, Party! Ich liebe euch! Ihr seid für mich das Größte auf der Welt! Glaubst du, du bist besser als ich? Warum triffst du keinen Curveball? Ich habe nichts aus meinem Leben gemacht. Das ist alles, wenn das hier die Creme ist, liebe ich sie. Ah, ich wollte gerade das gerne. Hey, wisst ihr noch, wie QuickTime hier am Tisch zusammengeklappt ist, hier an dem Tisch? Und wir haben Sachen mit ihm gemacht, die man nur mit Frauen macht und haben uns geschworen, dass wir sie nie sagen. Hä? Auf die Creme. Joe, du, deine Haare sehen doof aus. Alle großen Augenblicke in meinem Leben habe ich hier an diesem Tisch erlebt. Maggies erstes Wort, Bart, wie er über den Canyon springt, Schneepflugkönig, all die großen Augenblicke in meinem Leben. Wieso versucht der Etikettentyp, mich zu schlagen? Ich schlag dich zuerst, Etikettentyp. Ich muss jetzt pissen, will aber nicht aufstehen. Joe, wo ist das Ding? Wo ist das Katheter-Ding? Nein, der gehört allein mir. Hey, was passiert, wenn ich da reinblase? Dann explodiere ich. Ich mach's jetzt. Das machst du besser als Bonnie. Weil nur ein Mann weiß, was ein Mann braucht. Peter, mir ist noch was eingefallen, was du für $10 machen kannst. Ja, weißt du was? Ich werde meinen Preis auf 12,50 erhöhen. Nein, mehr als $10 geht nicht. Ja, nachverhandeln gilt nicht. Gott, das war ein Witz, Schnauze. Zeig mir einfach, was ich tun soll. Gut, wir werden diesen Feuerhydranten aufmachen und du wirst so viel Wasser daraus trinken, wie du kannst. Chris hat Morbus Crohn. Erzähl uns jetzt nicht sowas und bück dich. Ich glaube, so ist Anna Nicole Smith gestorben. Ach, keine Witze darüber. Oh Gott. Ich habe so einen Kater. Oh, ich auch. Zum Glück kann ich in dem Zustand aus dem Kater Peter rausschlüpfen. Wow, das ist unglaublich. Ja, aber die nächsten 10 Minuten bin ich leichte Beute für Raubtiere. Bin Berglöwe, pluster dich auf! Guten Appetit, alter Mann, dem der Arsch raushängt. Du! Was ist? Wir fangen sonst immer an, uns zu prügeln. Ich sterbe, Peter. Oh, ich schließe die Privatsphäre-Vorhänge, damit du dich besser fühlst. Ist das besser?
Tut mir leid, Dr. Hartmann, aber diesem Patienten kann ich nicht helfen. Wir sind sehr große Feinde. Wenn ich nur Menschen helfen würde, die ich mag, dann wäre das gesamte Krankenhaus tot. Tun Sie, was ich tue. Helfen Sie ihnen und tanzen Sie Ihren Frust bei einer Footloose-Nummer raus. Dr. Hartmann, bitte in die Kardiologie. Dr. Hartmann? Ich muss los. Das muss dich ziemlich glücklich machen, mich so zu sehen. Ich habe mit 20 zu viel Ecstasy geschmissen. Mich kann nichts mehr glücklich machen. Was ist überhaupt los mit dir? Vogelgrippe. Aber dagegen gibt's eine Impfung. Ja, voller Quecksilber und Frostschutzmittel. Nein, danke. Ich wusste, es gibt einen guten Grund, warum ich dich hasse. Es ist vermutlich sowieso das Beste. Mir bleibt nichts mehr auf dieser Welt. Mein Job ist weg, mein Haus ist weg, meine Frau hat mich für dickere Eier verlassen. Hühner legen Eier. Es ist besser, wenn ich tot bin. Oh, traurig. Ich gebe dir recht. Das heißt, ich habe gewonnen, hä? Sieht wohl so aus. Wer hätte gedacht, dass das nach all den Jahren so enden würde? Ja, es ist recht unspektakulär. Ich dachte immer, es endet damit, dass ich dich an Thanksgiving esse. Warte, Vögel essen Menschen an Thanksgiving? Ja. Ha, cool. Tja, gewonnen ist gewonnen, auch wenn's so läuft. Echt ein Jammer, ich hatte einen super Spruch geplant für den Moment, in dem ich dich besiege. Ach ja? Was für ein Spruch? Oh, der war echt super. Hau raus. Ich muss weg. Ihr habt 5 Minuten, um euch von Dad zu verabschieden. Was geht, Ernie? Heiliger Bimbam hat der dicke Eier. Was willst du mit einer Muskete? Das jüngste Gericht. Ich wollte schon immer mal eine amerikanische Ureinwohnerin vor den Vergewaltigern der Kavallerie retten. Ja, die Kleine ist genau richtig. Lass sie los. Es ist vorbei. Du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Oh, hi Peter, komm nur rein. Danke für deinen Besuch. Mach ich doch gern, Kumpel. Ich hab dir was mitgebracht. Ich dachte, wenn jemand alleine mit 73 Katzen lebt, braucht er dringend ein XXL-Minimaus-Sweatshirt. Danke, das wird mir überhaupt nicht passen. Es ist perfekt. Und wie geht's so? Nicht schlecht. Ich habe viel Gesellschaft. Das ist schön. Warst lange nicht mehr in der Clam. Naja, ich hatte viel zu tun. Möchtest du vielleicht was trinken? Gern, was hast du da? Ich kann dir Wasser mit Katzenhaaren drin anbieten. Was sonst noch? Ich habe Limonade mit Katzenhaaren drin. Das ist eher ein Sommergetränk. Sonst noch was? Ja klar, Katzenhaar-Ginger-Ale. Nein. Katzenhaar-Eistee? Auch was für ein Sommer. Magst du in meinen Kühlschrank gucken, ob du was findest? Gern. Jemand hat gerade Kätzchen in meinen Mund geboren. Ich wurde berühmt als Newcomer mit einem fiesen linken Haken, der jedes Mal furzte, wenn er einen Schlag in den Magen bekam. Oh, oh. In der zweiten Runde hatte die gesamte erste Reihe eine Augenallergie. Doch ich stieg immer weiter auf und kämpfte gegen größere und bessere Gegner. Ich kämpfte gegen Margarino und dann kämpfte ich gegen Margarine. Es lief wie geschmiert. Ich kämpfte gegen Sugar Ray Leonard Nimoy, der den Vulkaniergriff gegen mich einsetzte. Der Kampf wurde als sehr unlogisch beurteilt. Ich besiegte Lennox Lewis and the News, Evander Sallyfield und Roberto Duran Duran. Ich sollte gegen George Foreman kämpfen, aber ich bekam nur George 3 Männer und ein Baby. Es gibt noch mehr Wortspiele, aber die Folge hat nur noch ein paar Minuten. Letztendlich kämpfte ich um den Titel gegen den Weltmeister Marvelous Marvin Mrs. Maisel. Ich war ohne Chance. Ein kleiner Niemand, der gegen den Weltmeister kämpfte. Aber ich warf alles rein. Ich blieb dran und hatte einen richtig geilen Song auf meiner Seite. Aber der Song aus dem Film war zu teuer, also haben wir die Soundeffekte von Nintendos Punch-Out verwendet. Body blow, body blow, body blow, uppercut, uppercut, body blow, uppercut. Die geschwollenen Augen kamen nicht vom Kampf. In der Arena war eine Katze und ich hatte eine brutale Allergie. Aber ich hatte es geschafft. Ich hatte es als Einziger über die volle Distanz gegen den Champion geschafft. Doch in diesem Augenblick konnte ich nur an eines denken. Peter, die Rothko-Ausstellung im Museum ist wieder geöffnet. Hast du letzte Woche schon was vor? Sie hatte mich erwischt. Ich hatte tatsächlich letzte Woche noch nichts vor. Ich war der Stolz von Philadelphia. Und irgendwann wurde ich der Champion. Ich änderte auch meinen Motivationssong, um einen neuen Anreiz zu schaffen. Baby, shark, doo, 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 baby, shark, doo, 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 baby, shark,
Tragischerweise verstarb ich beim Training. Ich fiel in einen Bottich Philadelphia Frischkäse. Ein Doppelrahmstufentod. Die Beerdigung konnte ich mir aufs Brot schmieren. Irgendwie halte ich die Geschichte für Käse. Ich wurde verbrannt. Ich glaube, nichts davon ist wahr. Meine Asche wurde auf einem Lachsbagel verstreut. Wartet, bevor ihr mich umlegt. Gebt ihr mir eine Extrakugel, damit ich so tun kann, als hätte ich sie mit den Zähnen gefangen? Meg! Das war der Wahnsinn. Aber wie kommen wir hier raus? Wir sind umzingelt. Es gibt nur einen Weg. Eine unmögliche Videospielflucht. Oh, das aus GoldenEye sein? Na klar. Ja! Bond. James Bond. Keine Sorge, Matt. Es ist nicht so schlimm, weil sie nicht bluten. Oh, er schießt ihr nicht, aber nicht zu mir. Oh, vergiss es. Die Typen treffen überhaupt nichts. Ich liebe diese Musik, die fast wie bei James Bond ist. Meg, so hat 1997 ausgesehen. Ich bin als nächster dran. Ich will auch mal. Glaubst du, dass ein Typ den ganzen Graben ausgehoben hat? Na toll, noch eine Treppe. So, weißt du, dass wir fertig sind? Hey, Kopf hoch, alter Kumpel. Du hast alles versucht. Da hast du wohl recht. Ich fühle mich trotzdem kacke. Sieh's doch einfach so. Du hast Jillian zwar verloren, aber dafür kannst du dich an ihrem Glück erfreuen. Und du kannst immer Lauren anrufen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Sie wird nie wieder mit mir reden. Ich habe ihr Würmer verpasst. Hier sind deine Fotos, Lois. Die sind wirklich umwerfend. Danke. Ich will eine Laufbahn als Model starten. Das ist fantastisch. Oh, hey, verschwinden Sie. Hey, na los, raus hier. Ich habe niemandem was getan. Machen Sie einen Abgang. Tief in Ihrem Inneren sind Sie mein Freund. Nee. Dieser Tauberschmutzfink wird mich endgültig ruinieren, als ob das Geschäft nicht schon schlecht genug ginge. Na ja, hast du dir schon mal überlegt, einen Flyer rauszugeben? Ich wüsste da ein sehr günstiges Model. Ich fasse alle Süßigkeiten an. Raus hier. Andere Apotheken stinken. Wir ziehen ihnen nicht ihr letztes Hemd aus. Wir machen die Konkurrenz nass. Ist mir egal, ich werde mitkommen. Tja, du sitzt aber nicht neben mir. Ach komm schon, dann endlich neben dem Typen mit den schweren Händen. Hallo, Hundi. Geschieht dir recht. Und dein Baby. Entschuldigung, glaubst du kannst mir helfen? Klar, dafür werde ich mich mit einem extrem unattraktiven Schwimmbadgang auf dich zubewegen. Wie kann ich helfen? Auf der Rutsche habe ich mein Oberteil verloren und gesehen, dass du es in deine Badehose gesteckt hast. Okay, hier ist meine Hose. Fisch dir deins einfach raus. Oh, das kann ich verstehen, aber sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Sie haben recht. Eifersucht ist eben ein schwacher Punkt. So einen Punkt hat jeder, selbst Achilles. Also, du kannst nur an deiner Achillessehne verwundet werden? Das stimmt. Meine Mutter hat mich in den Styx getaucht und hat mich an den Fersen festgehalten. Ich kann nur dort verletzt werden. Was ist mit dir, Genitalis? Ist bei mir genau. Ist was Ähnliches. Hey, Sie sind ein fetter Sack, der saugern im Outback Steakhouse isst, aber findet, dass die Portionen zu klein sind? Gute Neuigkeiten, Fettarsch! Jetzt gibt es das Outback Steakhouse Extreme! Wir haben keine frittierte Riesenzwiebel, sondern einen frittierten Kürbis. Wissen Sie, was es noch gibt? Elefantensteaks. 30 Kilo Elefantensteaks. Und spülen Sie die runter mit 3 Litern Starkbier und Barbecue-Soße, Sie fetter Wichser. Outback Steakhouse Extreme. Bestraf deine Toilette. Kellner? Oh, Kellner? Ja, Sir. Sind Sie bereit zu bestellen? Ja, ich nehme den Bacon Cheeseburger und mein Klient möchte eine Flasche Ihres besten Steaks. Sehr gern, Sir. Peter, ich frag mich, wie ich so an Schauspieljobs rankommen soll. Tom, wer ist hier der Agent? Sie. Wer ist der Schauspieler? Der bin ich.
Was bin ich nochmal? Der Agent. Und wer bezahlt das Essen? Ich dachte, Sie. Ach, tja, dann sollten wir unsere Taschen mit Brot vollstopfen und abhauen. Wir müssen gehen. Nicht teuer genug. Verpasst dem alten Saftsack hier den Ritt seines Lebens. Zieh sie durch! Zieh sie durch! Hey, Joe, du Arschplaschst mir direkt ins Ohr. Hören Sie auf, Peter, ich... Oh, Mann! Sie ist biegsam. Wow, ja, ja. Oh, Spitze. Sehr gut. Oh mein Gott, was ist nur mit ihm los? Ich habe einen Herzinfarkt, Fakt. Ist das so schwer zu verstehen? Gut, Lois, ich habe Hunger. Hol deine Brüste raus. Augenblick mal, die könnten vergiftet sein. Ich bin nicht blöd. Brian, du kostest vor. Was? Los, vorkosten, du bist das Meerschweinchen. Lois, er hat eine Waffe. Ich werde selber vorkosten. Wie wäre das? Ich weiß nicht. Er hat mich gebeten und ich finde, wir sollten tun, was er sagt. Ja, schon, aber ich Brian... Ich bin absolut bereit, das für die Familie zu tun. Ich bin nicht sicher. Ich kann's tun. Ein Paket für Dr. Hartman. Hier bin ich. Wo ist das Paket? Da habe ich's. Also, wie sieht's aus? Wollen Sie es vielleicht mal aufmachen und tief reingreifen? Ist bestimmt was zum Futtern drin. Keine Bewegung, ihr seid alle verhaftet. Brian, wir sind in der Sonntagsschule reingeplatzt. Ja, das glaubst du. Reinste Bogotá-Brühe, das hier ist ein Drogenring. Aber das sind doch nur Kinder. Ach ja? Wie ist dein Name? Ricky. Das sind keine Kinder, das sind Zwerge. Gemeine Drogendealer-Zwerge. Oh, meine Güte. Vorsicht, Brian! Unglaublich, dass diese alte Frau dich geküsst hat. Oh, es war grässlich, Lois. Sie hatte noch Krümel im Mundwinkel von dem Butterkeks, den sie zum Mittag gegessen hatte. Und du bist sicher, dass das kein Irrtum gewesen ist? Nein, das war hundertprozentig ein Butterkeks. Sie war wie eine Mutter für mich. Dann solltest du mit ihr reden und die Sache klarstellen. Auch wenn es verrückt klingt, aber vielleicht war es gar nicht so gemeint. Das wäre nicht das erste Mal, dass du glaubst, dass dich jemand anbaggert. Wollen Sie Pommes und was zu trinken dazu? Und schon geht's wieder los. Steinbock. Ein seltsamer Mann wird aus dem Nichts auftauchen. Fische. Seien Sie heute bei der Arbeit vorsichtig. Geh doch drauf! Ach, du hättest draufgehen müssen. Ist doch scheiße. Hör auf zu grinsen. 9 von 10 Leuten, die da spielen, kacken dabei. Ich mag es nicht, wie du kochst. Und ich mag es nicht, dass ich immer die Fürze aus deinen Hosen lüften muss, wenn ich wasche. Und du tischst uns immer wieder Rosenkohl und Brokkoli auf. Das kommt einem vor wie eine irische Kneipenschlägerei. Du kommst aus dem Nachbardorf, deswegen hasse ich dich. Warum kriegen wir nie irgendwas Gutes zu essen? Ja, bei Bonnie gibt's jeden Tag Sahneschnittchen. Ach ja, dann zieh doch zu ihr rüber. Dann kann ich ausschlafen und muss um 5 Uhr morgens keine dummen Fragen beantworten. Morgens ist mein Wissensdurst am größten. Das ist der Mann auf dem Einrad. Der Mann auf dem Einrad mit dem Papagei auf der Schulter. Hey ho, werft einen Patient in den Hut. Oh, Sie sind wirklich sehr talentiert. Seit ich aus der Navy entlassen wurde, versuche ich alles, was ich kann, um Geld zu verdienen. Ich überlege mir, den Pilotenschein zu machen. Also, ich finde Einräder sexy. Glenn, diese letzten Wochen waren atemberaubend. Ich glaube, ich verliebe mich in dich. Ich weiß, mir geht es genauso. Wenn das die Freuden sind, die 80er mir bieten wollen, dann nehme ich sie gern an. Peter, dein Frühstück ist fertig. Bin gleich wieder da, muss nur noch kurz über die Straße. Du kannst nicht dauernd Clevelands Klo benutzen. So ein Quatsch, natürlich kann ich das. Clevelands Klo ist die tollste Entdeckung, seit fette Frauen Cola Light entdeckt haben. Jetzt darf ich alles essen. Glaube mir, Glenn, ich weiß, was du durchmachst. Das weißt du nicht. Du hast einen bei einer Operation entfernen lassen. Meiner wurde von einem Hai abgebissen. Ich weiß, wie schlecht es dir geht, also habe ich dir etwas mitgebracht. Ist das dein... Ja, Glenn, das ist mein Penis. Und ich will ihn dir schenken. Ich kann deinen Penis nicht annehmen, Dad. Bitte nimm ihn. Wenn du ihn nicht willst, gebe ich ihn Paul Ryan. Ich bin sprachlos. Dankeschön. Du hast schon viel Blödsinn gemacht, aber das Internet zu zerstören war das Blödsinnigste. Sieh dir dieses Chaos an! Wie soll ich nur fahren, ohne SMS zu schreiben? Warum kann ich dieses Video nicht posten? Hallo. Was haben Sie gesagt? Warum gucken Sie nicht auf Ihr Handy, Sie Psycho? Wieso liked keiner meine Posts? Ich hasse alle eure Posts! Hallo. Da! Gut, ihr Lieben, legt eure Bananen und Donuts wieder auf den Tisch. Wir sind fertig mit der Übung. Jetzt konzentrieren wir uns auf das weibliche Genital. Oh, großer Gott! Ich meine, warum, nicht wahr, andere Männer?
Oh Gott, Jerome kommt gleich und dann sind wir komplett am Arsch. Dann müssen wir jetzt das tun, was Ehrenmänner tun. Realistische Puppen von uns basteln, die wir in der Bar sitzen lassen, damit Jerome sie verprügeln kann. Scheiße, was ist mit meiner Bar passiert? Mein Gemälde! Wow, es funktioniert. Guter Plan, Peter. Danke, Jungs. Oh nein, mein echtes Ich ist noch da drin. Er fällt drauf rein, Jungs. Er denkt, ich bin ich. Letzter Aufruf für die Sind wir bereit zum Angriff? Oh ja, und viele Menschen werden sterben, Rundfahrt. Okay, ich glaube, ich habe da einen Verdacht. Nichts wie hin! Nein, Leute, das schaffen wir nicht zu Fuß. Wir müssen dem Jungen den Jetski wegnehmen. Das Schiff liegt vor uns. Wir werden es locker schaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Peter, wir sind schon auf dem Schiff. Es lag wirklich total nah vor uns. Geschafft. Du wolltest nur Jetski fahren. Ich wollte nur Jetski fahren. Cleveland! Cleveland! Oh, geil, Eiersalat. Peter, dieser Laden ist seit Jahren geschlossen. Na und? Eiersalat wird nicht schlecht. Oh, leck mich am Arsch, ich brauche Milch. Oh, das war meine Rettung. Peter, ich werde meinem Bibi einen Gute-Nacht-Kuss geben. Los, ich hatte eine Affäre und wir sollten darüber reden. Sein Ding in eine Grapefruit reinzubohren ist keine Affäre. Siehst du, da liegt ein Menschenbaby drin. Peter, geh mir bitte aus dem Weg. Toll, wir haben die Türklingel aufgeweckt. Ich glaube, es gab eine Verwechslung im Park. Ach, mein kleiner Stewie. Ich habe die Firma 40 Jahre geleitet. Er hat sogar mein Konto gesperrt. Ich bin pleite. Das ist doch lächerlich. Ich rede mit ihm, wenn er zu Hause ist. Was zum Teufel ist das? Verdammt, Peter! Dein Flugzeug hat meinen Rasen in Brand gesetzt! Ja, das dürfte reichen. Peter, ich will dein Geld nicht! Dann nimm ein Paket Jeremy Irons Cerealien. Wow, seht euch nur alle diese coolen Sachen an! Mann, was glaubt ihr, wozu die Dinger gut sind? Das Ding macht überhaupt nichts. Das finde ich merkwürdig. Oh mein Gott, Peter! Du bist ich! Heilige Scheiße! Oh, ist ja heiß. Quietsch, quietsch. Gut, wir haben unser Popcorn von zu Hause, unsere Limo von zu Hause, unsere Chips von zu Hause und Braveheart. Wo ist Peter? Oh, der ist beim Schönheitschirurgen. Er ist wo? Ja, Korea ist das Mekka der Schönheitschirurgie. Niemand hält dich hierfür gut aussehend, außer deine Augen sind riesig und deine Nase und dein Kinn winzig. Hey Jungs. Peter, geht es dir gut? Ganz ehrlich, ich fühle mich gut. Ich fühle mich, als möchte ich hinter vorgehaltener Hand über viele Dinge kichern und eine große Eiswaffel halten, sie aber nicht essen. Vielleicht war es nicht so eine gute Idee, hierher zu kommen. Kriegt ihr auch langsam Schiss von diesen gruseligen Geschichten? Ja, selbst mir läuft kalt den Rücken runter. Freunde, ich hab Angst. Kennt ihr den Film Der Blob? Was ist, wenn der hier blobt? Verschwinden wir! Verdammt, abgesperrt! Oh mein Gott, jemand muss uns eingeschlossen haben. Wir werden hier drin sterben. Entschuldigt, mir hat gerade jemand ein Video von einem schreienden Schaf gemeldet. Oh mein Gott, die sind ja köstlich. Hast du die gebacken, Lois? Ja, ich habe ein altes Rezept von meiner Oma gefunden. Da dachte ich, ich back mal eine Runde für die Blutspender. Na, da bin ich aber froh. Diese Kekse sind fantastisch. Die schmecken besser als das Haar von Connie Britton. Gott, ist ihr Haar köstlich. Wer sind Sie? Der Typ, der Ihren Leibwächter umgebracht hat. Wir sind wie Erbsen in der Schote. Warte, warte, geh da nicht rein. Er erzählt gerade eine seiner Schoten. Ach, das war süß. Das gefällt mir sehr. Und wie findest du das, du alte Plunze? Oh nein. Was ist denn da drin? Die sensorische Entzugskammer, in der wir die Astronauten auf die schreckliche Leere des Alls vorbereiten. Oh cool, los, probieren wir es aus, Brian. Es ist so schnell außer Kontrolle geraten. Bist du soweit? Darauf kannst du aber wetten. Oh, Peter. Ja, jetzt bist du dran und mach es so, wie ich es gern hab. Okay. Ja, wasch das Mundstück nicht ab. Das ist meine Familie, meine Frau Lois. Mein Sohn Chris. Chris, hör auf, dich zu lecken. Komm rauf und sag Hallo.
meine Tochter Meg, unser Welpe Stewie und das ist unser Hausmensch Brian. Es freut mich sehr. Sag Hallo zum menschlichen Brian. Hallo. Mami, ich will mit dem neuen Menschen spielen. Nur wenn Blake nichts dagegen hat. Ja, aber sicher doch. Gabe kann gut mit Welpen. Ich hoffe, das nächste Universum ist voll hundefressender Koreaner. Tja, und hier werden Sie arbeiten, Mr. Griffin. Ach ja, übrigens, unsere Angestellten können bei uns so viel Bier trinken, wie sie wollen. Wir verlangen nur, dass Sie in Ihrer Arbeitszeit darauf verzichten. Damit habe ich kein Problem, Sir. Sehr gut. Ich hole kurz Ihren Mitarbeiterausweis. Mr. Griffin, wo ist denn Ihre Hose? Wen haben wir denn da, Mister? Ich habe jetzt keine Zeit, um mit dir zu spielen, Peter. Komm her, du widerlicher Mistkerl. Warum machst du immer die Augen zu, wenn wir beide Liebe machen? Oh Mann, Peter, das ist wirklich ziemlich geil. Ja, was habe ich dir gesagt, hä? Oh Gott, Peter, lass es uns tun. Lass es uns direkt hier tun, und zwar sofort. Los, warte. Opie steht neben uns. Ich will, dass er es sieht, Peter. Kim, ich verstehe nicht, warum dein Vater solche Probleme mit uns hat. Kim. Liegt wohl daran, dass ich meine Raten fürs Auto nicht pünktlich bezahle und damals noch ein paar andere Verabredungen hatte neben Kim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kim, ich liebe dich. Aber hauptsächlich deswegen, weil du mich Kekse im Bett essen lässt. Kim. Dankeschön. Wir werden nie genug Geld für Padmas Vater sammeln können. Vertrau mir, Brian. Hier leben 1 Milliarde Menschen und fast jeder von ihnen hat einen Bandwurm. Entschuldigen Sie bitte, ich habe einen Bandwurm. Alles klar, sehr gut. Legen Sie sich auf den Bauch, es wird nicht wehtun. Hey, wie geht's euch, Jungs? Oh, du bist eine Frau. Und du hörst dich nicht Indisch an. Seit wann bist du da drin? Eigentlich wollte ich nur ein Auslandssemester machen, aber ich habe mich in dieses Land verliebt. Vier Freunde auf einem Abenteuer bei den Niagara-Fällen. Das war so wow, das war der Hammer. Ja, spitzenmäßig. Keiner darf irgendwas anderes singen, bevor wir zu Hause sind. Das müssen wir aufnehmen. Ja, das wäre großartig. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Come on, Barbie, let's go party. Peter, verdammt, nein. Wir dürfen das andere nicht vergessen. Wie ging das nochmal? Es ist weg. Joe, oh mein Gott! Lebst du noch? Ich kann vom Hals abwärts nichts mehr spüren. Ich kann nicht einen Muskel bewegen. Oh mein Gott, Joe ist vollständig gelähmt. Oh, das ist meins. Das passt jetzt gar nicht. Das ist Lois, wartet. Hey, Babe. Mann, in eine Gang reinzukommen wird schwieriger, als ich dachte. Nur für dich, Peter. Was ist das für eine Gang? Wir sind die Nicht-Cops. Wir sind alle definitiv keine Cops. Also findet ihr Feuerwehrmänner cool? Feuerwehrmänner kochen Spaghetti. Ich glaube, ihr wisst alle, bei wem ich jetzt bin. Bist du jetzt Kareem Abdul-Jablivland? Ich bin Kareem Abdul-Jablivland. Du weißt, dass Muslime keinen Alkohol trinken dürfen. Ich bin Cleveland Hurricane Carter. Tja, Quagmire, dann bleiben wohl nur noch wir beide. Tut mir sehr leid, ich bin in der MS-13. Wie hast du das geschafft? Ganz einfach. Ich sagte, ich bin Loco. Loco. Si. Muy Loco. Ich kann auch Loco sein. Ich habe ein Tränentattoo auf meiner Backe. Wo? Ich sehe keins. Nicht auf der Backe. Das ist ein nicht abgewischter Wassermelonenkern. Loco? Nein, nur Loco. Hast du ihm von der Untersuchung erzählt? Ja, unsere Kunden können sich einfach nicht mit einem 300 Jahre alten Maskottchen identifizieren. Die wollen einen ganz normalen Typen, wissen Sie? Einen Typen, der Bier auf dem Klo saufen würde. Griffin? Nein? Sie sind es, Peter. Was tun Sie da? Ich spiele ein Handyspiel und kippe ein Bier. Und fabriziere dabei eine Kackwurst. Denkst du gerade, was ich denke? Dass sein Hemdzipfel jetzt braun ist? Ach ja, aber ganz abgesehen davon ist das doch genau der Kunde, den wir ansprechen wollen. Ich glaube, wir haben unser neues Maskottchen. Sind Sie dabei, Peter? Dürfte ich das kurz mit meinem Mentor besprechen? Gern. Ich mach's. Nein, wir haben's geschafft.
Wow, Peter, du bist jetzt wirklich statt Pawtucket Pat das neue Maskottchen? Ja, ich bin der neue Pawtucket Pat. Hey, stimmt es eigentlich, dass alle Maskottchen Kinderschänder sind? Nein, nein, das ist nicht wahr, Meg. Das ist nicht wahr. Peter, sie ist Abfall, hör nicht auf sie, du bist der King. Ja, Abfall, ja. Los, mach den Fernseher an, da läuft jetzt gleich mein erster Werbespot. Meine Damen und Herren, der traditionelle Eröffnungswurf des heutigen Spieles gebührt dem Gesicht der Pawtucket Patriot Brauerei, unserem Pawtucket Pat. Bitte erschießt mich, aber kauft trotzdem das Bier. Und nun ein 5-stündiges Baseballspiel. Na schön, nach der Landung durchsuchen wir erstmal die Wohnung, in der Meg entführt wurde. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise. Gute Idee, hatte ich auch vor. Verzeihen Sie, würden Sie Plätze mit uns tauschen? Dann könnte ich neben meinem Mann sitzen. Nein, wir tauschen nicht. Als wir gebucht haben, gab es keine mehr nebeneinander. Ma'am, Ihre schlechte Planung stellt keinen Notfall für mich dar. Sie werden sich in Paris wiedersehen. Nehmen Sie Platz. Mann, Megs Entführer könnten mittlerweile überall sein. Aber wir haben eine Spur, Brian. Ich habe eine Aufnahme von der Stimme des Entführers. Was? Wirklich? Woher? Ich habe das Gespräch zwischen ihm und dem Fettsack mitgeschnitten. Weißt du, Brian, ich nehme alle ein- und ausgehenden Anrufe in unserem Haus auf. Ach so. Ja, das hier ist einer der besten. Hallo, Fundamental Industries, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ist da die Firma Bumsbrüder? Ja. Oh, okay. Ich würde gern mein Abo kündigen. Wie ist Ihr Name? Brian Griffin. Auf welcher Seite sind Sie angemeldet? Pimmel, Pirat. Können Sie das buchstabieren? Pim-L und dann noch Pirat. P-I-R.at. Okay, ich sehe nach. Pir.at. Ein Wortspiel. Tut mir leid, Sir, finde ich nicht. Was war der Inhalt der Seite? Ein Typ mit einem Piratenhut, der auf einem Boot Sex hat. Okay, ich sehe nach. Die Passagiere wollten eigentlich nur eine Hafenrundfahrt machen und dann passiert all das. Okay, hab's kapiert. Hey Peter, willst du noch mal $10 verdienen? Aber sicher doch. Gut, ich habe was so Witziges. Ich gebe dir $10 für deinen vierten Lendenwirbel. Also, das heißt wohl, dass Peter jetzt unser neuer Joe ist und Joe ist Peter. Und das heißt, du musst jetzt alles für $10 tun. Okay. Ich habe einen Wunsch. Ja, Joes Kinn! Oh, verdammt. Panikschiss. Ah, schon besser. Oh, ist Holly da? Du bist sicher der neue Arsch, den Mom datet. Und du bist sicher der Junge, von dem sie mir nie erzählt hat. Tja, der Brian ist jetzt am Arsch. Wir sind gleich wieder da. Ich präsentiere Family Guy in NRW. Family Guy in NRW wird präsentiert von dürren Männern in Internetpornos, die sagen... Hallo, wabbelige, untrainierte Familie. Seht euch meinen gestählten Traumbody an. Du warst einmal im Fitnessstudio. Für 15 Minuten. Und ich bin 15 Minuten stärker, Brian. Ich würde ein Telefonbuch zerreißen, aber ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der noch ein Telefonbuch benutzt. Also nehme ich Max' Laptop. Dad, was soll der Scheiß? Seht ihn euch an in seinem Tanktop. Der ist ja noch peinlicher als der Elefantenmensch bei seinem ersten Blind Date. Du trägst nie im Leben Größe 32. Dreckige Nutten seid ihr alle. Oh, hi, Peter. Lois, wir haben ein Problem. Ich glaube, Ryan Reynolds ist in mich verliebt. Was? Mach dich nicht lächerlich. Ist so. Gestern waren wir in diesem Restaurant und er hat versucht, mich zu küssen. Ich schwör's dir, er will mich rumkriegen. Hör auf. Warum sollte sich ein Mann gut kleiden, zurechtmachen und trainieren, um dann mit einem anderen Mann zu schlafen? Er ist nicht schwul. Ist mir egal, was du sagst. Er mag mich. Und die Chemie zwischen uns ist gut. Das leugne ich nicht. Ich werde verantwortungsvoll an die Sache rangehen. Sieh dir den ganzen Hammer an. Welcher Arsch will denn sowas fahren? Mann, diese Kiste ist echt geil und ich kann mir Madagaskar angucken, während ich fahre. Was für eine Musik magst du, Gloria? Hip-Hop. Woohoo! Yeah, baby! Mann, diese Tiere sind so scheißwitzig, dass ich gleich ohne zu gucken die Spur wechseln will! Ja, Rumsfeld! Ich bin drin. Ja.
Ach du Kacke, da ist ja noch eine Tür. Willkommen im Tresorraum. Erbitte Stimmidentifikation. Ich bin's, Carter. Ich will mein Geld. Stimme identifiziert. Wie zum Teufel hast du das gemacht? Euch hab ich auch drauf. Hallo allerseits. Oh, hi Peter. Ich bin immer noch ich. Oh. Haben Sie sich schon entschieden, Sir? Ja, der gemischte Salat. Abgesehen von dem nehme ich alles. Der Kellner denkt sich, was? Du hast es geschafft, Peter. Das Fernsehen ist wieder normal. Ja, Leute, tut mir leid, dass ich eure Lieblingssendungen versaut habe. Was sagt ihr? Sind wir wieder Kumpels? Darauf kannst du aber wetten. Logisch. Trinken wir darauf, dass das Fernsehen wieder in den Händen von Leuten ist, die wissen, was sie tun. Jack und Cody wären viel lustiger, wenn die zwei nur in Unterhosen rumrennen würden. Chris, wir sind äußerst stolz auf dich, dass du bei den Bezirksmeisterschaften gespielt hast. Danke, Mom. Es war echt unglaublich, Lois. Mit dem nächsten Wurf hat er seinen Trainer am Kopf getroffen, also konnte ihn niemand mehr auswechseln. Chris hat die nächsten 46 Punkte am Stück verloren. Landesrekord. Wow, Chris, ein Landesrekord. Aber wenigstens musste ich die Wetten nicht auszahlen und einen Typen küssen. Ich hab gesehen, wie du den Camaro-Fahrer geküsst hast. Das war was völlig anderes. Baseball. Schau mal, ein witziger Laden. Was ist das? Das nennt man Bücherei. Und was soll daran so toll sein? Das. Wir sind gerade gekommen, deshalb können Sie uns anpschten. Aber jetzt dürfen wir auch jeden anpschten, der nach uns kommt. Willst du hier sitzen? Gut. Das macht Spaß. Ja, jetzt hast du es kapiert. Okay, Leute, wir haben jetzt 6 schuldig und 6 nicht schuldig. Darum müssen wir alle hier bleiben, bis unser Urteil einstimmig ist. Dann hat die Frau auf der Orgie eben nichts gesehen. Es gibt genügend andere Beweise gegen West. Ja, ich will nach Haus. Da wartet der Director's Cut von Jäger des verlorenen Schatzes auf mich. Sieh nicht hin, Marion! Okay. Übrigens, ich bin schwanger. Einen kleinen Blick kannst du riskieren. Dein Vater hat einen Schlaganfall und es könnte sehr lange dauern, bis er sich davon erholt. Lois, bring mir noch ein Bier, bitte. Na, Lois, würdest du mir vielleicht verraten, was zum Teufel das werden soll? Ich gebe dir ein Bier. Du gibst es meinem Schlaganfallarm. Das hier ist mein Gesunder. Bring es mir hier rüber. So ist besser. Vielleicht hätten wir uns auf ein einheitliches Outfit einigen sollen. Jetzt sehen wir aus wie eine Schwuchteltruppe. Freunde, es ist egal, was man anhat, wenn man fetzigen Rock'n'Roll spielt und das mit seiner Zunge macht. Habe ich recht, Gene? Du hast es kapiert, Pete. Na sowas. Hallo, Gene. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Alles klar, alles klar. Die kannst du mal schön wieder aufrollen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Du hast ihn entführt? Ich habe all deine Feinde entführt. Nelson, Jimbo, Rektor Skinner, Tingeltangelbob, Apu. Also, wie bleiben wir in Kontakt? Facebook, Twitter, nächtliche Anrufe, während wir auf dem Bauch liegen und die Füße in der Luft haben? Stewie, wir können keine Freunde sein. Ich finde dich gruselig. Bart, wenn wir keinen Kontakt halten, dann bringe ich mich um. Genau das habe ich gemeint, Alter. Und tschüss. Und tschüss, Alter. Wie geht's dir, Lois? Sie ist zu stark, Joe. Ich hab keine Chance gegen sie. Lois, hör mir zu und hör mir gut zu. Ich hab deine Hand im Kreissaal gehalten. Ich hab gesehen, wie du 3 Kinder ohne Geld aufgezogen hast. Du hast nie aufgegeben und gibst jetzt auch nicht auf. Denn du bist die härteste Frau, die ich kenne. Und wenn's eine Hall of Fame für Herzen gäbe, dann wäre deines das größte und tapferste Peter, darin. Peter, du bist in der falschen Ecke. Ach. Lois, hör mir zu und hör mir gut zu. Verdammt! Ich will Lois. Sie ist perfekt. Ich liebe sie schon seit Jahren. Ehrlich, ich kann überhaupt nicht begreifen, warum er so empfindet. Vielleicht spielst du es nochmal ab, oder? Ich dachte, Quagmire ist mein Freund. Es ist nicht so eine Überraschung. Sein Sexualtrieb war immer sehr ausgeprägt. Denk an die Beerdigung seiner Grandma. Ja, schieb das Ding rein. Ach, ich wäre ja froh, wenn es um Sex ginge. Es ist völlig normal, sich zu Hause auf die Frau von einem Kumpel einen runterzuwedeln. Sagt man. Angeblich. Und nicht so oft. Die 3 Schweine, die zusammenleben, schwul. Echt, genauso wie der Wolf. Er jagt die Schweine und kann nicht aufhören zu blasen. Peter, was machst du? Ich mach mich bettfertig. Stimmt was nicht? Du bist nackt und ich stehe hier. Ist doch egal, du bist mein Hund. Ich meine, jeder zieht sich vor seinem Hund aus. Außerdem bist du immer nackt, außer Lois zieht dir dein Regenoutfit an. Wir fahren nach Martha's Vineyard. Muss ich das auf der Fähre tragen? Ja, musst du. Was ist mit Peter? Warum muss er den Scheiß nicht tragen? Peter ist in seiner Box. Das erleichtert es mir. Auf der Fähre wäre ich sonst überfordert. Oh Gott, das ist unerträglich. Das ist noch schlimmer, als Herpes von einem Toilettensitz zu kriegen. Joni, hör zu, ich muss dir etwas sagen. Ich war gerade beim Arzt und ich habe Herpes. Du solltest dich mal untersuchen lassen. Oh mein Gott! Bleibst du bei mir? Was?
Wirst du bei mir bleiben, auch dann, wenn ich Herpes habe? Natürlich, das werde ich. Joni? Ja? Ich habe gar keinen Herpes. Ich wollte nur einen Beweis deiner Liebe. You say. Quahog besitzt ein paar extrem drakonische Scheidungsgesetze, die alle nur die Frau begünstigen. Das heißt, wenn du dich scheiden lässt, wird sie dein gesamtes Hab und Gut bekommen. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich will nicht mein Geld und mein Haus verlieren und in so eine deprimierende Wohnung für geschiedene Kerle einziehen. Wie Sie sehen, haben wir hier sehr viel Stauraum für Ihren Teller. Der Ofen dient nur zur Dekoration. Das wäre okay. Gibt's in dem Haus noch andere Wohnungen? Das ist unsere einzige. Ich hoffe, du bist glücklich, Marsha! Oben ist vielleicht was frei geworden. Jetzt habe ich's. Joe kann nicht ermitteln, wenn er abgelenkt ist, stimmt's? Und was ist ablenkender als Essensverabredungen per SMS? Das Entzündungsmuster lässt nicht auf einen Brand durch einen elektronischen Defekt schließen. Bin gern dabei. 19 Uhr wäre gut. Oder 19:30. Egal. A few moments later. Gott, nervt das! Ich weiß nicht. Er wird langsam sauer, guck mal. Sieht so aus. Schreib ihm, dass du vegan essen willst. Mann, er ist so angepisst, dass er anruft. Geh doch ran. Nein, der soll auf die Mailbox sprechen und dann mache ich einen Hosentaschenanruf, während ich spazieren gehe. Peter? Peter, hallo? Du hältst mich von der Arbeit ab! Na du, Mac! Hallo. Toll, Mr. Kotzi, wie Sie es schaffen, dass dicke Frauen wieder sexy werden. Wow, danke. Glauben Sie, Sie könnten auch meiner Freundin Mac helfen? Ja, denn ich bin ein ganz schlimmer Finger. Jetzt schließ deine Augen, Mac, und lass Mr. Kotzi den Rest machen. Wow, wie kommt denn Reese Witherspoon auf einmal hierher? Was zum Teufel? Wer seid ihr? Wir sind ihr aus der Zukunft. Oh Mann, das kann nichts Gutes bedeuten. Wer hat's verbockt? Dreimal darfst du raten. Was habe ich getan? Noch nichts, aber hör zu. Was immer du tust, erzähl bloß deinem früheren Ich, diesem Brian, nicht von 9/11. Falls doch, wird Amerika nie mehr so sein, wie es war. Oh Mann, Brian, was soll das? Wir sind seit 2 Minuten hier und schon hast du Amerika zerstört. Okay, ich verspreche, ich werde nichts sagen. Ach so, und wenn du diesem Stewie da keine Rückenmassage gibst, geht alles richtig den Bach runter. Ich hab diese Unterbrechungen satt. Wir möchten doch auch mal allein sein. Geht in eure Zimmer und lasst euch den Rest der Nacht nicht mehr blicken. Ich will aber nicht in mein Zimmer gehen. Da hockt ein böser Affe in meinem Schrank. Ein böser Affe. Ja. Hey Stewie, tut mir leid, dass Bart nicht dein Freund sein wollte. Was? Nein, was redest du da? Der war ein Opfer. Wenn du mich fragst, hörte der sich an wie ein Mädchen. Wirklich? Ich dachte, du bewunderst ihn. Ich weiß, wie es ist, einen Freund zu verlieren und abgelehnt zu werden. Klar weißt du es, du bist ein Loser. Aber ich nicht. Ich bin ein einsamer Wolf. Und deswegen gehe ich jetzt auch den Mund anheulen. Ich brauche niemanden. Ich werde nicht mehr an Bart denken. Okay, Mr. Griffin, das war Ihre Grippeimpfung. Hören Sie auf, ihn gegen Grippe zu impfen? Wir haben einen Auftritt! Ach, Quagmire, alles gut, alles gut. Das ist der Arzt, der Michael Jackson umgebracht hat. Peter, was soll das denn? Quagmire hat mir ein Buch namens Kama Sutra geliehen. Es ist indisch und wer hat besseren Sex als Menschen, die kein Klopapier benutzen? Ich weiß nicht, Peter, das klingt nicht sehr sexy. Was redest du da? Bombay ist voll Porno. Slumdog-Millionär? Wohl eher Schlampen nimmt man Doggy her. Peter, die Kerzen machen überall Wachs auf dem Boden. Was soll's, Consuela kommt doch heute. Nein, sie verbringt den Valentinstag mit ihrem Mann. Wer seid ihr? Wo ist Dan? Oh mein Gott! Kacke! Schnellst du den Schläger! Hilfe! Alles gut. Brian, schnell, such ein Klebeband. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mama! Gut, räumen wir die Bude auf. Die Anklage ruft ihren ersten Zeugen auf. Peter rief mich nach dem Mord an Lois an und sagte mir, dass er sie ermordet hat. Wirklich? Tja, das ist ja sehr interessant. Ja, und dem Hohen Gericht zuliebe habe ich den Hergang des Mordes auf diesem Video nachgestellt. Ich spiele Peter und eine asiatische Nutte spielt meine Tochter. Lois, ich bin fett, ich bin dumm und meine Fürze ruinieren die Gesellschaft meines Schwiegervaters. Deswegen werden wir dorthin nie eingeladen. Du mich jetzt bezahlen? Oh.
Und das bringt mich nun zu meinem nächsten Punkt. Deine Frau betrügt dich. Was? Ja, es ist eigentlich eine witzige Geschichte, eine wahre Geschichte. Brian und ich sind in dein Haus spaziert und sie lag da mit so einem Typen und bam, 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 bam. Peter, warte, vielleicht... ich bin noch nicht fertig. Bam, bam, bam. Und sie dann so, oh ja, oh ja, bam, bam, bam. Willst du weitermachen, bam, bam? Bam, 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 bam. Willst du weitermachen, Chefkoch? Bam. Tja, so ist es abgelaufen. Was sagst du dazu? Okay, willst du deine Gastgeberfähigkeiten zur Schau stellen? Überwältige deine Gäste mit Konversation. Hi, Grandma, ich hab da unten jetzt Haare. Willst du die mal sehen? Ich sollte nachsehen, ob deine Mutter Hilfe in der Küche braucht. Manchmal reiß ich sie aus, weil ich den Schmerz verdient hab. Gut, jetzt injiziere ich Ihnen ein Gen, das wir isoliert haben und von dem wir glauben, dass es das Schwulengen ist. Was soll das heißen? Nun ja, wenn wir recht haben, können wir beweisen, dass Homosexualität genetisch bedingt ist und keine Frage der Entscheidung oder des Umfelds. Sind Sie verrückt? Ich möchte nicht riskieren, schwul zu werden. Wir geben Ihnen $125. Alles klar, ich tue es. Hör zu, Lois. Tut mir leid, dass ich so arschig war. Okay? Ich liebe dich. Ich will dein Kind bekommen. Peter, nicht in einem Boot. Peter. Oh, Peter. Komm, Lois, er steht zu 90%, entweder rauf oder runter. Wir müssen uns entscheiden. Oh, Peter. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich erwarte eine sehr wichtige Lieferung zu Hause. Können Sie mich bitte anrufen, wenn sie kommt? Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Okay, ja, kein Problem. Geben Sie Nummer. Okay, 401-555-1125. 4-0-4-4-0. Nein, nein, die 4 habe ich nur wiederholt. Eine 4. 1-4. A few moments later. Okay. Wie viele Einsen? Ich gebe Ihnen nicht die Anzahl der Ziffern, ich gebe Ihnen die Ziffern. 1, 1, 2, 5. Das sind die letzten 4 Ziffern. Okay. 1. 1, 1. 1, 1. 2. 2. 5. 5. Oh, verstehe. 1, 1, 2, 5. Ja, 1, 1, 2, 5. Lesen Sie mir die Nummer nochmal vor. Ich muss holen Stift. Diese ganze brutale Musik hat Chris verdorben. Was ist denn das? Marilyn Manson? Ist das die Ursache von allem? Ja, das ist alles nur seine oder ihre Schuld. Für wen hält sie oder er sich eigentlich? Man kann voll seine oder ihre Nippel sehen. Das ist obszön, glaube ich. Es ist klar, was wir tun müssen. Allerdings. Wir müssen Marilyn Manson finden und dann müssen wir diesem Arsch oder dieser Schlampe in die Eier treten oder in die Titten kneifen. Warum trinkst du nicht Coca-Cola, du Trottel? Pepsi-Cola wäre auch noch akzeptabel. Es muss doch kein Zwei-Cola-System sein. RC-Cola ist ein Gegengewicht zu den Großen. Du weißt, wofür RC steht, oder? Achtung, Schläge! Liebe Allegasthenikerin, es war der Beginn eines langen, intensiven Missbrauchs. Es ist eine Sache, das Penis rein-raus-Spiel in deinem Schlafzimmer zu spielen, aber es in der Kantine tun zu müssen. Bis heute kann ich keinen Sex mit einer Frau gegen ihren Willen haben, ohne an Vergewaltigung zu denken. Bitte nicht. Wieso gehst du nicht drauf? Ah, die Damentoilette in Wimbledon. Das muss das eleganteste Klo der Welt sein. Oh oh, sieht aus, als wäre es besetzt. Einstand. Stewie, noch 3 Eisteelimonaden. Wir zerstören sie genau zur richtigen Zeit, Brian. Ich habe nicht genug Eistee für das richtige Verhältnis. Zu limonadig, die werden ausrasten. Gut, legen wir los. Machen wir sie fertig. Ich warne dich, das wird nicht einfach. Sie sind unglaublich intelligent und sie werden jede Sekunde klüger. Ich habe sie so programmiert, dass sie kontinuierlich... Das war's, ich habe sie nass gespritzt. Na, das versuchen wir ja rauszufinden. Mann, wir wollen unseren Kumpel wieder haben. Das Toupet setze ich ganz sicher nicht mehr auf. Also, weiß ich nicht, was du von mir willst. Lass die Haare transplantieren. Oh ja, das sieht aus, als hätte man neuen Rasen angepflanzt. Besser als gar nicht. Ja, bitte, Quagmire, lass die Haare transplantieren. Komm zu uns zurück. Ihr habt recht, das bin nicht ich. Der Schritt einer Frau darf kahl sein, ein Männerkopf nicht. Ha, na also, das ist ziemlich eklig. Das ist die richtige Einstellung. Oh, Junge, danke, dass ihr mich die letzten paar Wochen ertragen habt. Ich halte ihn für vertrauenswürdig. Er wirft eine Münze und kaut auf einen Zahnstocher. Naja,
Ich brauche das Geld dringend, aber ich habe keine Sicherheiten für einen Bankkredit. Tu es, Joe. Wenn du noch länger hier arbeitest, wirst du dir kleiner vorkommen als meine Augenfussel. Da ist einer. Ich kann ihn nie genau fixieren. Der versucht immer wegzuschwimmen. Hallo, Augenfussel. Hallo. Hey, hey, wo willst du hin? Ich will weg von deiner Pupille. Du bist überhaupt nicht böse, oder? Nein, ist er nicht. Er ist nur ein armer Kerl, der viel Pech hatte. Ihr habt gut reden. Er kommt nicht aus eurem Schrank und macht ein fieses Gesicht. Das Gesicht mache ich nur, wenn ich nachdenke. Und du zeigst immer auf mich. Ich wollte ein Gespräch mit dir beginnen. Und dann zitterst du so komisch. Ich habe ein Nervenleiden. Chris, es tut mir leid, wenn ich dir Angst eingejagt habe, aber das ist eine tolle Chance, um neu anzufangen. Nein, ist es nicht. Die anderen kannst du vielleicht reinlegen, aber mich nicht. Fahr zur Hölle! Und, wie ist sie, Peter? Das weiß ich erst, wenn ich mir kurz vorm Einschlafen einen abgeschüttelt habe. Ich glaube, wir nehmen die. Wie heißt sie? Tiefschlummer 3000. Sie kaufen sie auf Amazon, oder? Ja, die haben jetzt sogar Drohnen. Los, Peter, wir müssen vor der Drohne zu Hause sein. Echte Läden sind Kacke. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hören Sie auf, das haben Sie da reingelegt. Wir hatten Drogen? Oh Mann, warum fahre ich besoffen, wenn ich hätte High fahren können? Ihr Jungs habt eine Menge Ärger am Hals. Zentrale Sheriff Nichols, ich habe hier vier Männer, die unter Verdacht auf Drogenbesitz stehen. Ich beschreibe sie. Ein Afroamerikaner, ein Krüppel, ein Dürrer und ein Hübscher. Ja. Was redest du denn bloß? Er sollte dich gar nicht schlagen. Ich weiß nicht, ob der klar ist, wie ernst die Angelegenheit ist. Mach die Karte zu. Was? Karte zu, dann weiß er, dass wir so weit sind. Ich lasse Ihnen noch einen Moment. Verdammt nochmal. Es tut mir leid. Oh, verflucht. Siehst du, deshalb weist mich Jeff immer zurecht. Was sagst du, Brenda? Er weist dich nicht zurecht. Er verprügelt dich. Also, ich verstehe, warum du das glaubst, wegen dem Pfeilchen und so. Aber Jeff regt sich einfach wahnsinnig über Immigranten auf. Ich habe alle Papiere, die wir für den Bankmenschen brauchen. Aber ich muss zugeben, ich bin nervös. Wir werden diesen Kredit leicht bekommen. Kein Problem. Und wenn du nervös wirst, dann tu, was ich immer tu. Stell dir dein Gegenüber nackt vor. Guten Tag, Mr. und Mrs. Griffin. Ah, nehmen Sie dieses Riesending aus meinem Gesicht. Ich werde Ihren Kreditantrag bearbeiten, also erzählen Sie mir etwas von Ihrem Geschäft. Unser Geschäft sind Kekse. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Geld ist? Ja. Macht's gut, Kinder. Ich gehe trainieren. Du scheinst diese Sache ja wirklich ernst zu nehmen, hä? Huh? Na klar, Brian. Warum denn nicht? Naja, du warst bisher nie so der aggressive Typ. Ich meine, sonst bist du so ruhig und kontrolliert. Ja, Brian. Aber als ich in diesen Ring gestiegen bin, ich weiß nicht, da ist was mit mir passiert. Als ob ich ein Ventil gefunden hätte, um diesen tief in mir angestauten Frust endlich abzulassen. Guten Morgen, Jungs. Was habt ihr heute Schönes vor? Ich dachte, wir beginnen mit einem kräftigen Powerwalk durch die Nachbarschaft. Warte. Ich dachte, wir gucken Two and a Half Men und futtern Bier. Schenken von unserem Bauch runter. Charlie Sheen sollte Ashton Kutcher umbringen. Was? Wir können so viele Erfahrungen sammeln. Wusstest du, dass es im Cohog-Museum einen interaktiven Bildschirm über die Geschichte des Textilviertels gibt? Hey, Peter. Hey, Mann. Hola, Cha-Cha. Hi, hi. Peter? Weiß nicht, es liegt an diesem Haus. Ich muss aus diesem Haus raus. Mann, der hätte es total aufgekratzt. Ich weiß. Das letzte Mal war er so drauf, als er die Einzellooping-Achterbahn entdeckt hat. Oh, es geht mir nicht so gut. Ich geht's? Ah, alles, was er sagt, ergibt Sinn. Ich weiß, er ist ein Visionär, wie Gandhi oder Mozart oder Picasso. Meine Damen und Herren, mein neuestes Werk. Ich weiß, es sieht etwas verwirrend aus, aber sehen Sie genau hin. Wenn ich das hier nach unten verschiebe und das hier darüber und das hier ein Stück rauf, weiß schon jemand, wer es ist? Nein? Okay, was, wenn ich das hierher schiebe und das hier rauf? Und es ist Diane Wiest. Inwiefern? Der Dad von Lois ist stinkreich. Wahrscheinlich könntest du dir dein Schweigen sauteuer bezahlen lassen. Ja, du könntest da fett Kohle rauspressen. Oh, so habe ich das noch nie gesehen. Das meint ihr nicht ernst. Das ist unmoralisch. Brian, das interessiert keinen. Peter, du könntest ihn versklaven. Oh Mann, das wird ihn noch mehr nerven als Sitcom-Zweiteiler. Alf, es ist 20.29 Uhr. Jetzt bring die Katze um oder lass es. Halt! Jetzt muss ich eine Woche warten, um zu erfahren, ob er seinen Saft kriegt oder nicht. Hallo? Ist das Rollenspiel schon vorbei? Ja, aber wir zwei Hübschen können gern zum Vorspiel übergehen. Mrs. Griffin, was wollen Sie... Du darfst Mystique zu mir sagen. Mrs. Griffin, das ist nicht gut. So, was sagt man dazu? Dein Freund verstößt nicht nur gegen seinen Vertrag, sondern stößt auch meine Frau. Meg, ich habe überhaupt nichts gemacht. Mrs. Griffin hat nur... Oh, sie verbiegen ihn.
Er ist nicht nur ein reizender neuer Freund für die Familie. Der Typ soll dich ablösen. Ach Quatsch, das ist lächerlich. Du wirst alt, Brian, und das wissen sie. Du bist ein Covergirl, das aus der Mode gekommen ist. So wie Carol Alt. Genau, du bist Carol Alt. Ich höre mir das nicht länger an. Bitteschön, denk, was du willst. Alterndes Supermodel Carol Alt. Carol, komm mal rüber. Die haben deinen Namen bei Family Man gesagt. Was? Hä? Was? Hä? Was? Hab's vergessen. Wiedersehen. Machen Sie's gut. Schönen Tag noch. Was machen wir jetzt? Schnell, in den Wäschewagen. Komm, jetzt geh endlich runter da, du alter Sack. Ah, bitteschön. Stewie, was machst du da? Eine coole Sau sein. Moment, du bist nicht in der Verfassung, um zu fahren. Ich kann locker fahren, super locker. Du, ich bestehe alle Tests. Guck, ich kann meine Nase berühren. Was? Das ist nicht der Flughafen. Oh mein Gott, Rupert, wir müssen hier weg. Ah, verdammt! Oh nein, nein, Baby, hingefallen. Ist das Consuela? Baby ganz allein auf Straße. Ich bringe ein Baby heim. Ich bin Stewie. Kennen Sie mich nicht mehr? Sie haben bei uns geputzt. Wir haben immer verlangt, dass Sie auf das Klo an der Tanke gehen. Wir haben gestern noch eine gekriegt, aber irgend so ein Fettsack hat die Sprungfedern ruiniert. Also haben wir unser Essen draufgestellt. Ah, meine Matratze. Wir haben sie gefunden. Klasse, holen wir sie hier raus. Ich muss euch sagen, ich freue mich voll, dass wir sie gefunden haben. So wie ich meinen Thrill am Blueberry Hill gefunden habe. Das war's? Nur ein paar Blaubeersträucher? Ah, da vögeln zwei Hunde. Ja, das war den 4 Stunden Flug wert. Ich weiß nicht, Peter, aber es muss etwas Besonderes sein. Ich meine, überleg mal, wie die sich fühlen. Immerhin warst du bereit, für Stryker von einer Klippe zu springen. Tja, sie haben nicht ja gesagt, aber auch nicht nein. Du hast recht. Danke, Lois. Denn jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Du meine Güte, der eingeölte taube Kerl läuft rückwärts auf den brennenden Laster zu. Oh, das Öl brennt so furchtbar. Ich kann nichts hören. Alter Schwede, bin ich spät dran. Ach, komm schon, Mathe, du Arsch. Das seht ihr mal, wie gut euer Restaurant ist. Wäre es Joeys Restaurant gewesen, hättest du bezahlt. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma! Ich kann's einfach nicht glauben. Die fanden uns kacke. Tja, Freunde, wir haben unser Bestes gegeben. Wenn ihr mich braucht, ich bin wieder in Palm Springs, das mittlerweile komplett von den Schwulen übernommen wurde. Peter, ich bin's, Pickle. Hör zu, es tut mir leid, dass ich vorhin so gemein war. Helfer! Peter! Du liebe Zeit, Peter, alles okay? Diese Bücher waren schon hier unten, ich bin kein Nerd. Oh mein Gott, wir müssen das Bein gerade richten und dich ins Krankenhaus bringen. Ach cool, das ist der Laden mit den ganzen Ghostbuster-Autos. Ich habe vielleicht einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe meine Tochter verlassen. Wieso habe ich meine einzige Tochter weggegeben? Oh mein Gott. Quagmire kriegt sie schon wieder ein. Das soll uns nicht den Abend vermiesen. Genießen wir die Stripperinnen. Absolut. Aber ich finde, Dida nimmt ihren Job zu ernst. Ihr Jungs seid sehr ungezogen. Das bedeutet, ihr bekommt extra Hausaufgaben. Es tut mir leid, dass ich dich angemotzt habe.
Bastard, du hattest völlig recht, Meg zu kritisieren. Sie besteht nicht mal diesen einfachen Test. Sie ist jetzt da unten und macht ein Nickerchen unter Wasser. Dann rette sie, verdammt! Wir sollten sie lieber ins Krankenhaus bringen. Sie sieht gar nicht gut aus. Sie sieht schlechter aus als Andy Garcia, als er noch einen siamesischen... Aggressionen loszuwerden. Da dachte ich, wir könnten verfaulte Äpfel auf vorbeifahrende Autos werfen. Oh, der Wetterbericht hat nichts von braunen Äpfeln gesagt. Tja, war dringend nötig. Wow, darf ich jetzt auch mal? Jungs, bei Bonnie haben die Wehen eingesetzt. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Schnell, Peter, hol den Wagen. Ich will aber keine Schwangerensauerei auf meinem Rücksitz haben. Und das sagt der Mann, der sich bei der Testfahrt mit dem Sportwagen die Hosen vollgeschissen hat. Den will ich nicht. Kannst du mir Joghurt besorgen? Ist der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Was ist der beste Fruchtjoghurt? Wer kann mir eine schöne Joghurtpackung verpassen? Wenn du das nochmal so sagst, ersäuf ich dich. Joghurt. Ah, siehst du, du machst überhaupt nichts. Hey Brian, bin ich nicht ein braver kleiner Kerl? Hören Sie, Doc, gibt's eine Chance, dass Sie das Ding von meinem Hals entfernen? Nun ja, Ihre Organe sind mit den seinen verbunden. Das wäre ein sehr gefährlicher Eingriff. Sie könnten sterben. Wenn Sie allerdings überleben, dürfen Sie sich jeden Preis aus diesem Regal nehmen. Auch den kleinen Flipperautomaten? Oh, der sollte nicht dort stehen. Hören Sie, Sie müssen diesen Eingriff durchführen, okay? Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ich meine, vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben als Airbag wiedergeboren. Ach, diese Typen. Was wollen die Loser von mir? Loser? Das sind deine Freunde. Das sind Luschen. Die haben noch nie eine E-Zigarette auf einer Beerdigung gedampft. Hey, Peter. Was hast du heute Abend vor? Wir gucken zu, wie Cleveland eine Tonne Münzen in den Münzwechselautomaten schüttet. Manchmal akzeptiert er meine Knöpfe. Danke, Jungs, aber das schaffe ich nicht. Ich lass mich nachbeschneiden. Bin nächste Woche auf einer Hochzeit, da muss es sauber aussehen. Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Wir haben eine geile Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil, dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Okay, keine Panik, Brian, die werden dich nicht austauschen. Aber es kann trotzdem nicht schaden, sie daran zu erinnern, wie gern sie dich in der Familie haben. Hey, Kumpel! Och... Hey! Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Das Leben rauscht manchmal so schnell vorbei, dass man das Wichtigste daran vergisst, es zu teilen. Oh. Weißt du, Chris, du bedeutest mir viel. Und wenn es jemals etwas gibt, worüber du reden möchtest oder du einfach nur Gesellschaft brauchst, bin ich für dich da. Gott nochmal, Chris, du bist jetzt in der Highschool. Hör auf, von dem bösen Affen zu reden. Den gibt es nicht. Klar gibt's den. Ich kann's beweisen. Da musst du dich aber besser anstellen als im Naturkundetest. Oder besser als Gott, als er das Gesicht von Alan Barkin zu lang gebügelt hat. Oh, verdammt. Wie sieht's aus? Wir schicken dich in die 80er, da gehst du als sexy durch. Steig in den Van mit Kelly McGillis. Nächster Halt, Hollywood. Ah, da bist du ja, Stewie. Hey, Sie sind ein Hochstapler, wissen Sie das? Komm mit, Stewie, deine Mom und ich, wir haben was für dich. Lass mich raten, wahrscheinlich habt ihr wieder so eine bunte Schachtel mit einer Kurbel gefunden, die ich drehen und drehen soll, bis ups, oh Schreck, eine Puppe rausspringt. Ihr lacht und die Kinder lachen und der Hund lacht und ich bin innerlich zutiefst verletzt. Wozu sollte denn dieser ganze Schwachsinn gut sein? Au, das Teil schießt nur auf einen. Wir werden dieses Gespräch heute Abend fortsetzen, junger Mann. Eine Frau ist nun mal kein Objekt. Deine Mutter hat recht. Hör gefälligst zu, was es sagt. Peter! Ich hab das nicht gesagt. Das war Lee Majors. Was? Eine Frau ist eine Sache. Du meine Güte! Da ist Mr. Fargus. Das war mein Lieblingslehrer. Als mir klar wurde, dass dein echter Vater ein irischer Säufer war, bin ich nach Mexiko gefahren, um die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Aber Gott hatte andere Pläne. Und so wurdest du dort geboren. Du warst wunderschön und ich habe dich sofort geliebt.
Als ich wieder nach Hause kam, hatte ich solche Angst davor, dass die Leute mich verachten würden, dass ich den Papierkram für deine Geburtsurkunde niemals ausgefüllt habe. Chief, haben Sie kurz Zeit? Ja, aber zuerst sagen Sie, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Mann bisexuell oder homosexuell ist. Klar, Chief. Danke, einen riesigen. Worum geht's? Nun, Chief, ich bin hier, weil ich den Briggs-Fall übernehmen möchte. Völlig ausgeschlossen. Kommen Sie, Chief. Ich weiß alles über Briggs. Ich bin der Einzige, der ihn schnappen kann. Nein, Swanson, Sie sind zu nah dran. Ich gebe den Fall Grant und Casey, weil sie nichts damit zu tun haben und sich auch nicht im Geringsten dafür interessieren. Hey, Stu. Hey, was gibt's? Hast du dir gerade Rollerblades angesehen? Was? Nein, ja, na und? Was willst du? Hör zu, ich war vorhin im Krankenhaus und hab was Furchtbares gehört. Oh, bitte, sag nicht, dass es eine sexistische Bemerkung war, weil das ist nicht okay. Diese Krankenschwestern reißen sich den Arsch auf, sie wiegen Menschen und messen nach, wie groß sie sind. Ein Arzt hat zu Carter gesagt, dass er noch 2 Wochen zu leben hat. Was? Bist du sicher? Ich hab ihn selbst gesehen. Tut mir leid, Quagmire, Polizeigrundsatz. Wir können erst einschreiten, wenn es zu spät ist. Aber du könntest eine Intervention veranstalten. Was ist das? Sowas wie eine Überraschungsparty. Nur gibt es anstelle von Kuchen und Geschenken böse Briefe und jemanden, der sich auf unangemessene Weise in den Vordergrund drängt. Das klingt ja voll geil. Ich wette, bei sowas würde ich dermaßen brillieren. Leck mich, viel Spaß mit deinem kleinen Roboter, aber ich finde das irritierender, als nach einem Rote-Bete-Salat kacken zu gehen. Ah! Ach so. Oh Mann, Mac. Ich würde gern mehr mit dir anstellen, als nur rumzuknutschen. Ich weiß, es geht mir ja genauso, aber wir haben uns dazu entschieden, enthaltsam zu sein. Obwohl, es gibt Möglichkeiten, wie wir unseren Schwur halten und trotzdem mehr machen können. Du hast recht. Denkst du dasselbe, was ich denke? Aha. Mein Gott, wisst ihr, was das bedeutet? Ihr seid alle Komplizen bei einem Ausbruch. Sie hat recht, wir fliehen vor dem Gesetz. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ich bin ein Hund, ich habe Schwierigkeiten, in einem Fahrzeug stehen zu bleiben. Oh. Dann sind wir eben Flüchtlinge, aber wenigstens ist die Familie wieder zusammen. Wo fahren wir bloß hin? Beruhige dich. Ich sag euch, was wir tun. Egal, wo dieser Lieferwagen anhält, dort beginnen wir unser neues Leben. Wir werden uns ganz einfach perfekt der Umgebung anpassen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Peter und Carter viel Zeit miteinander verbringen. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Tja, wer hätte das gedacht, was? Freue ich mich, wenn der zu Hause steht. Ich kann einfach nicht über The Big Bang Theory lachen und ich glaube, es liegt am Fernseher. Auf einem Schirm in der Größe werden die mich so zum Lachen bringen, dass mir der Rotz aus der Nase fliegt. Carter, wo tragt ihr unseren Fernseher hin? Ich hab ihn Peter geschenkt. Was? Wieso? Ja, wieso, Carter? Dad, bitte tu das nicht. Du kannst ihn nicht zwingen, mich zu heiraten. Ich will nur mit ihm reden. Warum hast du eine Waffe? Ich will nur mit ihm reden. Dad, das ist doch lächerlich. Ich will nur mit ihm reden. Tu das Ding wieder in den Wagen. Ich will nur mit ihm reden. Aber Dad, ich will nur mit ihm reden. Das war nicht seine Schuld. Das war keine Absicht. Ich will nur mit ihm reden. Du kannst ihn nicht umbringen. Oh Gott, was haben Sie vor? Wir sind direkt auf Kurs, Leute. Gib mir noch ein Bier. Ach, das sind die seltenen Momente. Wir 4 hier draußen auf See, Meilen entfernt von der Zivilisation und wir saufen Bier. Ist eine Ewigkeit, aber schlagen. Hey, Freunde, ich habe eine Frage. Angenommen, keiner von uns wäre verheiratet und könnte jede Frau auf der Welt haben. Wer wäre das? Muriel Hemingway. Finde ich aber keine besonders gute Wahl. Die wirkt so. 2 Hammelkeulen, bitte. Oh, die Herrschaften wünschen, die Schenkel eines demütigen Schafes zu schmausen. Hör mal zu, du Penner. Wir gucken zufällig nicht Frasier. Gib uns schon 2 Hammelkeulen. Vielen Dank. Hört zu, hier liegt ein Irrtum vor. Ich will euren Vater nicht verhaften. Ehrlich? Ja, Kleiner. Ich bin hier, um euch zu sagen, was für ein toller Kerl euer Vater ist. Und wie hart er für euch alle arbeitet. Moment, Sie lassen mich laufen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich verstehe es selbst nicht. Das Gesetz verlangt zwar, dass ich Sie verhafte, aber manchmal ist das Gesetz nichts als ein Stück Papier. Es gibt richtig, es gibt falsch. Und irgendwo dazwischen findet das Leben statt. Gott, wie konnten wir diese lächerlichen Klamotten für einen Club kaufen, der gleich wieder zumacht? Ich bitte dich, wir hatten 72 Stunden lang Erfolg. In dieser Branche kann man nicht viel mehr erwarten. Außerdem habe ich bereits einen neuen Club eröffnet, der noch exklusiver ist als der hier. Wirklich? Wo ist der? Brian, er ist so exklusiv, dass er nicht mal eine Location hat. Er ist hier drin, in meinem Herzen. Ich glaube, zu diesem Beat können wir alle tanzen. Wow, das erfüllt mich mit seltsamer Freude. Babs, ich brauche dich. Dich zu betrügen war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich kniee vor dir mit ängstlicher Seele als gebrochener Mann. Ein Mann, der nichts ohne dich hat. Gib mir noch eine Chance. Und ich schwöre dir, ich werde nichts über dich stellen, nicht einmal mich. Für den Rest meines Lebens. Und für die Ewigkeit. Bitte. Ich flehe dich an.
Jetzt verabschiedest du dich wohl von der Immobilienbranche. Ja, da ging es härter zu, als ich dachte. Oh ja, es ist nicht leicht, Makler zu sein. Du musst in der Lage sein, Badezimmer zu zählen. Ich habe mal einen Immobilienmakler beim Schach besiegt. Ich, ein stadtbekannter Vollidiot. Sieh es ein, du hast im simpelsten Job der Welt versagt. Oh kommt, Leute, seid nett zu mir. Ich hatte einen harten Tag. Dein Tag war hart? Ich sag euch mal, was ich für einen Tag hatte. Die Kugeln haben sie erwischt. Oh nein, es waren nicht die Kugeln. Die Schönheit tötete das Biest. Das ist deine Chance, Brian. Nimm sie dir. Oh, zu spät. Nein, noch nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, ich bin unschuldig. Oh, nee. Ich habe meinem Sohn diese Magazine nicht gegeben, sondern das war meine Frau Lois. Lois? Vater? Was du getan hast, war unverzeihlich. Und so schön deine Worte auch sind, ich weiß nicht, ob sie das Geschehene wieder gut machen können. Ich weiß, das geht nicht über Nacht, aber wir können noch viele Jahre miteinander verbringen. Bitte. Also dann, Leute, das Beste für euren Körper nach einer Massage sind heißer Kaffee, Alkohol und Mini-Salamis. Oh, Dad, ich bin froh, dass du kommst. Ich muss dich dringend was fragen. Was gibt's denn, Chris? Na ja, heute im Sportunterricht habe ich gemerkt, dass einer meiner Hoden in meinem Körper raufgewandert ist und der ist noch nicht wieder rausgekommen. Und ich...